herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Immer wieder bekommen wir Resonanzen, wo Menschen sich freuen, dass wir diese Sendung machen. Und da schreibt uns jemand: Liebe Isolde, lieber Daniel, liebes Gebetsteam, danke für die wunderbare Sendung Hoffnung um 12, die mir sehr gut bekommt. Ich habe dadurch schon einige kleine Wunder erlebt, habe noch keine Sendung verpasst. Wie schön! Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute habe ich ein Thema, das habe ich überschrieben: Deine Frucht zeigt deine Quellen. Lass uns dein Gebetsanliegen auch heute wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat, per Telefon bis 13 Uhr. Wir freuen uns. Deine Frucht zeigt deine Quellen. Das ist das, was wir den Menschen bringen. Bringen wir ihnen Gutes, Mittelprächtiges? Wie wirken wir auf die Menschen? Da ist es wichtig, wo unsere Quelle ist, wo wir uns informieren, wo wir unsere Kraft erholen. Und mein guter Freund Dirk Schröder hat gesagt: Wer Gülle trinkt, hat Mundgeruch. Hört sich richtig lustig an, aber da steckt doch einiges dahinter. Wenn wir uns immer an so attraktiven Highlights informieren, das größte Chaos und noch größer und noch schlimmer und so weiter, dann wird auch unsere Frucht so aussehen, indem wir das wieder weitersagen. Das hilft niemandem weiter, sondern wenn wir eine Quelle haben, eine Quelle, wo Frieden drin ist, wo Hilfe drin ist, wo das drin ist, was andere nicht haben, dann haben wir richtig gute Frucht. In der Offenbarung 21, Vers 6 heißt es: Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Nicht jede Quelle hat Leben, aber die Quelle, die wir in Gott haben, die hat Leben, sogar ewiges Leben. Danke, Herr. Herr, dass wir die richtige Quelle finden und dass wir kein Mischmasch machen, mal diese Quelle, mal jene Quelle, alles das, was im Moment attraktiv ist. Nein, Herr, lass uns wirklich konzentriert, Herr, die richtige Quelle haben, damit wir wirklich auch gute Frucht bringen, die einem anderen auch weiterhilft. Danke, Herr. Amen. Auch heute wollen wir wieder beten für Anliegen, die Menschen uns schicken. Und eine Frau hat Folgendes geschrieben: In dieser nicht einfachen Zeit sind Sie uns als Familie eine Stütze durch Ihre Sendungen, Livestreams etc. Wir wurden schon oft durch Ihre Gebete in schwierigen Situationen getragen. Danke dafür. Meine Schwägerin hat eine schmerzhafte Entzündung im rechten Unterschenkel und Fußgelenk und ist daher beim Gehen und auch in Ruhe beeinträchtigt. Bitte beten Sie für Heilung am Körper, aber auch an Ihrer Seele. Ja, Jesus, du siehst jetzt gerade diese Person, diese Schwägerin, und ich danke dir, dass du auch diese schmerzhafte Entzündung wegnimmst im Unterschenkel, im Fuß, im Bein. Danke, Jesus, du kennst sie und du weißt auch die Ursache. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Entzündung entmachtet ist und dass sie kein Anrecht mehr hat, dass sie heil ist, dieses Bein heil ist. Danke, Jesus. Und dass du auch ihre Seele berührst, dass du ihr Frieden schenkst, dass du ihr Freude gibst und dass sie wirklich auch Freude an dir hat. Danke, Jesus, weil es heißt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und dafür danken wir dir, dass du unsere Hilfe bist und unsere Kraft und auch für diese Person. Auch für alle anderen, die Schmerzen haben in ihrem Leib. Ich danke dir, danke, Jesus, dass du jetzt gerade jeden Einzelnen berührst, der irgendwo Schmerzen hat. Ja. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz entmachtet ist und dass du derjenige bist, der ihn wegnimmt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Hallo, bei unserem Sohn, 12 Jahre alt, ist ADHS diagnostiziert worden. Nach langem Hin und Her haben wir gerade mit dem Medikament begonnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dafür betet, dass das auch anschlägt und hilft. Wir als Eltern und vor allem ich als Mutter bin ziemlich an der Grenze meiner Kräfte. Vielen Dank, wenn ihr unser Anliegen im Gebet mittragt. Und Jesus, das wollen wir tun. Wir wollen eintreten für diese Mutter und den Sohn,
wo diese Krankheit diagnostiziert wurde. Und ich danke dir, Jesus, dass wir diese Krankheit auch entmachten dürfen, abschneiden, durchtrennen durch dein kostbares Blut. Und ich danke dir, Jesus, dass da Normalität einkehrt in diesen Körper, in diesen Jungen. Und ich danke dir, Jesus, dass du das alles hinwegnimmst, auch alle Nebenwirkungen, die Medikamente hervorrufen und alles, was da dranhängt. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, dass du der Heiler bist. Und ich danke dir auch für die Mutter, dass du sie segnest, dass du ihr wieder neue Kraft schenkst, dass du ihr Zuversicht schenkst und Mut schenkst und dass sie auf dich blickt, weil du unsere Hilfe und unsere Kraft bist. Amen. Amen. Schreib uns doch dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein weiteres Gebetsanliegen haben wir auf WhatsApp bekommen und das heißt, liebe Beter, ich bitte um Gebete für einen Verwandten, der vor 2 Wochen zum wiederholten Mal am Herzen operiert wurde und der jetzt im Krankenhaus mit Corona liegt. Der Zustand ist kritisch. Danke für die Gebete. Ja, da wollen wir auch beten. Und der Beginn dieses Anliegens war, liebe Beter, und so ist es auch. Es sind nicht nur wir zwei, sondern wir haben ein ganzes Team, das auch hinter dieser Sendung steht, die auch beten und jetzt auch mit für dieses Anliegen beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch dieser Person so nahe bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch wirklich, Herr, nicht nur die ganzen Operationen, Herr, eine gute Wirkung haben, dass Gesundheit eintritt, sondern auch die Corona-Geschichte, die sich jetzt noch angehängt hat. Ich danke dir dafür, dass wir dich um völlige Berührung, Heilung bitten dürfen und Herr, dass in Kürze ein gesunder Mensch das Krankenhaus verlässt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, und Gott ist ein Gott, der heilt. Und folgendes Gebetsanliegen hat uns noch erreicht. Sehr geehrtes Team, Anfang März hatte ich eine Grippe mit seltsamen Begleiterscheinungen. Einige haben sich aufgelöst. Was mir noch Beschwerde machen, sind meine geschwollenen Hände und Beine. Ich möchte gern um Gebetsunterstützung bitten und eine Wiederherstellung, wie es vor der Grippe war. Ein herzliches Danke. Ja, danke, Herr. Herr, du hast einen Menschen geschaffen, Herr, nach deinem Bild. Und danke, Herr, Herr, bei all den Dingen, die uns manchmal irgendwo treffen und wo es weh tut, wo es geschwillt und was auch immer, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Herr bist, dass du der Heiler bist. Und wir rufen auch in diese Person, Herr, deinen Schöpfungszustand wieder hinein, dass alles wieder heil wird und richtig funktioniert, Herr, aber auch Geist und Seele. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein wunderbares Zeugnis der Güte Gottes. Wir danken unserem Herrn Jesus für alles, was er immer für uns tut. Er erhört Gebet. Wir haben es letztes Jahr bei schwerer Krankheit und dieses Jahr bei der Suche nach Arbeit erfahren. Er hat geheilt und mir eine neue Arbeit gegeben. Danke, Jesus. Das ist wirklich dankenswert. Und ein Zeugnis von unserer Israel-Reise. Ich war mit euch in Israel und Daniel sah im Gebet, wie ein Kind im Kinderbettchen geheilt wurde. In diesem Moment wurde das Baby meiner mittleren Tochter geheilt. Es vertrug plötzlich keinerlei Milchprodukte mehr und hatte schon Blutspuren im Darm. Der Kleine ist in dieser Zeit spontan geheilt worden und kann nun alles essen und trinken. Danke, Herr. Und bei unserer Israel-Reise erleben wir das sehr oft, dass Menschen berührt werden und dass sie wirklich Gott erleben und erfahren in seinem Land. Ja, in Israel geschehen viele Zeichen, auch Wunder. Das ist schön. Aber nicht jeder kann nach Israel und hat in Israel etwas erlebt. Hast du etwas erlebt, sei es klein oder groß, lass es uns wissen auf WhatsApp. Schick uns einen Text oder ein kleines Video. Wir würden es gerne weiter sagen. Heute der Tipp des Tages. Wir hatten es von den Quellen. Was sind deine Quellen? Schreib mal 5 Quellen auf, wo du dich informierst, wo du auch deine Kraft hernimmst. Das kann die Zeitung sein. Das könnte die Bibel sein,
Das könnte ein Andachtsbuch sein oder vielleicht die Apothekenrundschau. Egal, schreib mal das auf und dann mach hinten dran einen Strich und mach Prioritäten. Welches dieser Quellen ist dir die wichtigste? Also die wichtigste, ich sag dir jetzt nicht, was es sein sollte, sondern was es bei dir ist. Und dann mach noch einen Strich und schreib hinter jede Quelle auch, wie viel Zeit du mit jeder Quelle aufwendest, also um da Nahrung rauszuziehen oder Informationen rauszuziehen. Und dieses Bild schau dir mal an und vielleicht musst du was verändern, wo du sagst, ja, die Quelle hat viel mehr Zeit, nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, aber die hat gar nicht diese Riesenpriorität und umgedreht. So kannst du wirklich dein Leben ein Stückchen besser ordnen. Ja, und wir hoffen, dass wir dich ermutigen konnten durch diese Sendung. Du kannst uns weiter dein Gebetsanliegen schicken. Das Telefon ist besetzt bis 13 Uhr. Wir haben diese Woche eine Überraschung für euch. Und zwar machen wir Oasenzeit zu Hause. Das ist ein neues Sendeformat, das wir dreimal diese Woche machen. Es ist Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 18.30 Uhr auf YouTube zu sehen. Wir werden da von unseren Oasentagen berichten, die wir normalerweise jetzt hätten und wollen alle erfreuen, die nicht jetzt dort sein können und alle, die es nicht bezahlen können und alle, die es interessiert. Also Freitag, Samstag, Sonntag, 18 Uhr, schau da mal rein. Ich möchte dir auch die Ermutigungen der Woche empfehlen. Du siehst hier den Link eingeblendet und du kannst das abonnieren kostenlos und du bekommst eine persönliche Mail jeden Montagmorgen. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.